Servus, hier ist wieder euer Rapsen. Und eure Listen. Und euer GAranimation. Und zwar heute mit einem kleinen Special. Und zwar bauen wir zusammen mit dem GAranimation sein Haus fertig. Und auf unserer Map? Auf unserer Map, genau. Ja, und dann zeigen wir euch mal geschwind, was schon da ist. So, ein kleiner Moment, jetzt muss ich hier die Kamera umstellen. Und los geht's. So, also wir haben jetzt hier schon mal so ein Grundgerüst vor uns stehen. Da hat der GAranimation schon mal richtig losgelegt. Und das werden wir jetzt zusammen mit euch fertig bauen. Komplett innen, außen. Gartengestaltung, alles dabei. Genau. Gut. Ja. Zum Haus an sich, ich habe das, glaube ich, letzte Woche oder vor 2 Wochen habe ich es angefangen, oder? Ja, sowas würde ich sagen, war das. Und dann immer mal wieder irgendwas baut. Also, ich will jetzt im Garten was machen und ihr zwei kümmert euch um die Inneneinrichtung. So sieht's aus. Gemacht. Die Einrichtungsexperten sind da. So. Wie war das da vorne, wo das Glas ist? Da soll das Wohnzimmer hin, gell? Oder die Küche, hat man gesagt, genau. Ja, ist eigentlich egal. Also, ihr könnt da machen, was ihr wollt. Ich meine, da können wir beides vielleicht irgendwie so integrieren. Zwischendrin. Also, hier ist auf jeden Fall das Treppenhaus hin. Vielleicht fange ich einfach mal mit dem Treppenhaus an, weil da hat man das mal so von der Position und dann kann man immer so gut außen rum bauen und sieht auch, was für Platz man fürs Treppenhaus braucht. Von den Farben her, so Boden und so, hast du da irgendwelche bestimmten Wünsche, Vorstellungen? Also auf jeden Fall das Tropenholz und ansonsten eigentlich egal. Okay. Also ich würde es jetzt diesmal eher so schlicht lassen, also dass da nicht zu viele Farben auf jeden Fall reinkommen. Okay. Dass das irgendwie teuer wirkt, weil das ist ja auch eine teure Wohngegend hier anscheinend. Ja, halt so Architektengegend. Hier kommen nur die Häuser vom Feinsten hin. Genau. Und ja, dann würde ich das einfach so ein bisschen edler gestalten. Und ja, schauen wir einfach mal. Ist ja schnell wieder abgeändert. Genau. So. Du. Ja, wie ihr seht, ich beschäftige mich jetzt hier schon mal ein bisschen mit dem Treppenhaus und mache mir da so meine Gedanken, wie wir das hier integrieren können. Ja, und ich ändere jetzt einfach mal ein bisschen den Boden ab. Gerade mal in dem Tropenholz. Ich denke mal, dass es dann auch ganz cool kommt, wenn so die größte Fläche vom Boden in dem Tropenholz ist unten und wenn man dann einfach noch ein bisschen mit diesem dunkelgrauen, dem Weiß vielleicht noch ein bisschen arbeitet, zum Teppichen oder genau, so. Genau, wenn man auch irgendwelche Teppiche oder so Muster rein oder was auch immer. Ja, ich glaube auch. Also im Garten kommt das ja wieder vor mit der Terrasse und so. Genau. Ja. Das höhle ich mal geschwind schon aus. Okay. Dann mache ich mal die grobe Form von dem Pool. Gerne. Also auch eher eckiger. Ich glaube, das passt zu dem Haus. Ja, würde ich auch sagen. So ein bisschen geradlinig. Genau. So. So, jetzt gucken wir, ob wir hier im Treppenhaus irgendwie so eine coole Säule ziehen noch als Treppenhaus. Befestigung, wo wir vielleicht irgendwie noch ein Geländer oder sowas integrieren können. Ja, das doch. Kommt cool, das passt gut zu dem Boden. Ich denke auch, das kommt recht gut. Aber es ist ja das Haus von GAranimation. Dann gucke ich mir das auch noch an. ja, doch, das passt schon ziemlich gut, oder? Also ich finde es jetzt, ja, cool. Dann können wir hier vielleicht noch ein Geländer hinmachen. Und ja, genau, hier ist der Plan, dass hier außen noch irgendwie so eine Linie hinkommt. Mhm. Also, weil das haben wir jetzt auch erst ganz neu entdeckt, dass man diesen Stein, den der Rapsen gerade genommen hat für das Treppenhaus, dass der, wenn man den aufeinander stapelt, zu so Säulen genau. wird. Zeig's nochmal. Dass es langgezogen wird, ja. Ja, genau. Ja, wusstest du das? Nein. Das haben wir auch erst vor ein paar Tagen rausgefunden. Ich glaube, das war sogar erst gestern. Kann das nicht oder sein? Oder gestern, Abend, genau, das kann auch sein. Hast du das andere Video aufgenommen? Doch, das war gestern Abend. Ich habe das Connected Textures aus, oder? Das ist doch das, glaube ich. Also ich sehe nämlich jetzt jede Glasplatte einzeln. Weil das ansonsten. Ah, okay. Wegen meinem Shatter wird das dann irgendwie so komisch. Ja, das kriegen wir auch nicht hin, den Shatter Mod und gleichzeitig noch dieses MC-Patcher.
Ja, das haben wir weil auch nicht das probiert. Sieht einfach komisch aus. Ja. Das ist dann irgendwie ganz durchsichtig und dann sieht man nicht, wo irgendwie die Begrenzung ist von dem Glas und ob da überhaupt Glas drinnen ist und ja, ja. Dann habe ich das einfach weglassen. So. Also das ganze untere Stockwerk wird ja eigentlich offen gestaltet, oder? Da kommen keine Wände mehr rein. An sich nicht. Ah, okay, aber Moment mal, von der Aufteilung. Du, Schlafzimmer kommt oben rein. Genau, eine Toilette bräuchte man dann noch, fällt mir gerade auf. Genau, also irgendwo sollte man ja noch ein Klo haben oder halt irgendwie... Hier, dann das Klo kann man doch perfekt hier hinten integrieren. Hier hinter diesem Treppenhaus. Und dann halt separat ja. Noch ein Bad. Das wäre auch eine gute Idee. Oder? Ja. Wie wäre das? Doch, vielleicht? Das können wir machen. Dann könnten wir hier hinten irgendwie so... Ja. Wir können doch, ja auch irgendwie geht. So eine Ebene runter mit einer Stufe oder so. Oder wir grenzen einfach das hier ein bisschen ab. Also dass das jetzt... Warte. Dass das jetzt ein extra Raum wird. Und der dann hier einfach vorne in der Glasscheibe endet. Weil das Badezimmer ist gleich. Ja. Ja, das ist auch perfekt. Ja, das ist doch cool. Dann haben wir da doch eine gute Aufteilung. Dann können wir nämlich hier die Türe auch gleich mit reinbringen irgendwie. Zur Terrasse hin. Ja, voll. Ja, doch, das geht. Ja, den Pool, in welcher Farbe soll man den machen? Aus Stein. Das passt irgendwie. Der Stein, wo du reingesetzt hast? Jetzt gucken wir mal, was sie da draußen machen. Ja, genau. Wir machen das einfach alles aus Stein und den oberen Rand vielleicht mit den Half Steps oder Stone Slabs heißt das, glaube ich. Ja, was also, ist... Mit denen hier. Mit denen? Ja, ja. Genau. Und was ist, wenn wir den Boden vom Pool fließen? Mit so einem Muster aus diesen beiden? Ja, doch, das können wir machen. Die Wände machen wir dann aus ganz Stein. Aus ganz Stein. Und dann zwischendrin vielleicht nur Lampen. Und den Boden können wir dann so fließen. Genau, das genau. Ist geil. So. Oh, da haben wir ein zu viel weggemacht. Irgendwas ist doch da gerade falsch, oder? Oder blicke ich es gerade nicht mehr? Die Lüssen verwirrt rennt sie über den Fliesenboden. Hier stimmt irgendwie. Hier, genau. Ja, ich habe es gerade nicht mehr geblickt. Das geht mir öfter so, wenn ich so Karo-Muster mache, irgendwann komme ich an so einen Punkt und ich blicke es einfach nicht mehr. Obwohl es ja total einfach ist. Aber es ist einfach alles geriert. Ja. Das ist einfach Verwirrung pur. Vor allem, die sehen auch ziemlich ähnlich aus, wenn du so drüber fliegst. Davor stehst. Oh, jetzt habe ich einen zu viel weggeschlagen. Rein theoretisch bräuchten wir ja gar keine Beleuchtung, weil es ja eh nie dunkel wird, oder? Doch, bei uns wird es dunkel. Echt? Ja. Aber Nacht auch? Weiß ich gerade gar nicht. Also wir nehmen es jetzt nie auf oder so. Also wir gucken... Wir machen es halt immer hell. Genau. Also ich finde es ziemlich blöd, bei Dunkelheit zu bauen irgendwie. Ich finde es viel anstrengender. Und deswegen drücken wir eigentlich die ganze Zeit halt immer das Time Set Day. Ich habe gedacht, das macht das selber, weil immer wenn ich auch so drauf war, ist es dann irgendwie immer Tag geworden. Aber egal. Vielleicht haben wir auch irgendwas Special eingestellt. Keine Ahnung, wir sind meine Server-Einstellungen nicht so die Checker. Nö. So, jetzt lasse ich die beiden mal da draußen ausraschen und werde mich mal ein bisschen hier ums Innere kümmern.
Bodenabbau arbeiten, sondern natürlich auch das Interessanteste überhaupt. Klick, 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 klick. Klick, 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 klick. Klick. So, jetzt kommt Wasser in den Pool. Oh, spannender Moment. Halt ihn mit der Kamera fest. Da, 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 da. Er ist geflutet. So macht man das im echten Leben auch. Da tut man zuerst eine Glasplatte unten reinsetzen und dann oben eine ganz dünne Schicht Wasser drüber leeren, die sich dann vergrößert. Oh, und ich habe gleich mit dem ersten Schlag den Boden zerstört. Oh. So. Altbewährte Art. Ich kenne aber auch keine bessere. Ja. Ja, perfekt. Das kommt doch hammergeil. Bisschen Licht, bisschen Licht. Ja. Guck mal, fährt hier. Jetzt gucken wir, dass wir hier beim Eingangsbereich auch so eine kleine Garderobe bauen. Dass wir auch gleich sein Zeug ablegen kann, wenn man reinkommt. So, da brauchen wir natürlich auch die guten Haken. Die dürfen bei einer Garderobe nicht fehlen. Auf gar keinen Fall. So, das machen wir hier oben. Ja, das sieht doch aber schon mal ganz cool aus, wenn jetzt der Boden einfach mal so mit Palmholz und dem Tropenholz ausgelegt ist. Welches ist Ausgang und welches ist die Fensterscheibe hier? An der Poolseite, Terrassenseite? Ich würde das jetzt zur Wand hin, als das dann wird Außeneingang. Okay. Würde ich jetzt machen. Scheiben oder Glasbobbel? Ich arbeite eigentlich hochkant immer mit Scheiben. Ich weiß nicht, die gefallen mir irgendwie besser, dann wirkt der Raum größer. Dann macht man das so. Ja, ihr baut das glaube ich immer mit den Glasblöcken, gell? Meistens eigentlich, aber wir schauen schon, dass wir da auch immer mal wieder abwechseln. Aha. Durch. Sind wir mal hier durch? Durch. Voll durch sind wir jetzt. So. Gut. Ah, da muss ich den Boden noch gar nicht kaputt machen. So, ich werde mich jetzt mal langsam der Küche widmen. Okay. So, bei der Küche gucken wir jetzt natürlich auch, dass wir die sehr modern und schlicht halten, dass es einfach so zum gesamten Stil des Hauses passt. Und jetzt hier nicht einfach so eine kleine Holzküche reinstellen, sodass es nicht so toll kommt. Plus minus, plus minus, plus minus. Ich habe mal einen Boden fürs Badezimmer entwickelt. Mhm. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal
schauen kommt. Ja. Yeah. Cool. Das sieht doch mal cool aus. Ist das Schnee? Ja. Ja. Ja, ich hatte mir auch überlegt, soll ich weiße Wolle nehmen, damit es besser zu der grauen Wolle passt, oder Schnee, damit es besser zu der Außenseite passt. Aber das bietet so einen geilen Kontrast. Ja, ja, und ich dachte so, weil das Schnee auch so ein bisschen mehr so nach Fliesen aussieht. Und im Bad hat man ja eigentlich mehr Fliesen als Teppich, ne? Doch, das passt. Super. Okay, wunderbar. Du sollst damit ja auch zufrieden sein. Genau. Ist ja eigentlich mein erstes Haus hier, oder? Zweite? Erste. Doch, ich glaube, das erste. Erste, glaube ich, gell?